Ja, servus YouTube und ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Zockerritze und ich darf euch heute ganz herzlich zu einem kleinen Interview begrüßen. Denn heute bin ich nicht alleine am Start, sondern habe ein führendes Mitglied unseres Female Pro Teams am Start, nämlich die liebe Jay. Kannst du dich mal kurz vorstellen? Hi, ich bin Jay und vom Female Pro Team. Vom Pro Team, chill mal. Ja, zuallererst, wie geht's dir denn? Gut angekommen? Bist du gut reingekommen? Wunderbar, freut mich. Und nochmal eine andere Frage, eine viel wichtigere Frage, die sich die meisten Leute wahrscheinlich fragen werden. Hast du nach der Gamescom noch intimen Kontakt zu JB gehabt? Es bleibt ein Geheimnis. Okay. Damit kann ich leben. So, aber Spaß beiseite. Heute geht's um das Female Pro Team und ich werde gleich mal ein paar Fragen stellen. Zuallererst mal so, wie findest du eigentlich World War II? Magst du das oder, weil viele sagen ja, es ist nicht so nice, besonders unter den Jetpackern ist das jetzt nicht das Call of Duty, was sich die meisten gewünscht haben, sondern es ist nicht so das meist Ersehnste, aber wie findest du es? Ich habe mit MW3 angefangen, somit mit Boots on the Ground und an sich recht gut, nur wenige Maps, okay. Was man halt nicht von COD so kennt. Finden das deine Mates auch oder sind die da eher nicht so überzeugt von? Die sind auch nicht so überzeugt von den Maps halt, aber so an sich am Spiel schon, ja. E-Sports-technisch, glaubst du, dass das trotzdem spielbar ist oder, also ich sag mal so, es gibt ja viele Call of Duties, die jetzt nie so wirklich Spaß gemacht haben, aber im E-Sport trotzdem irgendwie Sinn gemacht haben. Ist das bei World War II gleich? Also meinst du, man kann das E-Sports-technisch gut spielen oder eher weniger? Boah, das ist eigentlich perfekt dafür gemacht, finde ich. Ja. Okay, ja, das ist schon mal das Wichtige, klar. Jedes einzelne Jetpack-COD. Ja, okay, das stimmt auf jeden Fall. So, aber wir haben ja einen neuen Member im Female-Team, ein neues vierte Rad. Wer ist das denn? Das ist die liebe Eileen, die kenne ich auch schon seit Black Ops 3, aber die war mehr so undercover unterwegs. Hab dann in die WG gegen sie gespielt, eine recht starke Spielerin und haben wir somit auch zu uns geholt, dann zu WW2. Weil die echt eine schnieke Spielerin ist. Hat sie vorher schon wirklich Erfahrung gehabt oder ist UX Gaming so ihre erste Anlaufstelle? Die war schon mal bei FAB und bei einer amerikanischen Org, ich weiß jetzt den Namen nicht. Okay, das ist schon mal sehr nice. Viele Erfahrungen gesammelt wahrscheinlich. Ja. Welche Position spielt sie? Sie ist mehr so mein Buddy so. Sie tradet mich jedes Mal im Müll und alles, also sie ist mehr so die Slayerin, Hybrid. Okay, was spielst du? Ich bin UBJ. Okay. Und wir haben ja noch zwei andere Mates, die wir noch gar nicht angesprochen haben. Kannst du ja noch mal kurz über die was sagen? Dann einmal noch Brina, aka Teske. Mit der team ich schon seit Black Ops 3 zusammen. Okay. Und sie bleibt unsere ruhige AR irgendwo im Hintergrund und macht da ihre Kills. Und dann haben wir Püppi, mit der habe ich auch Black Ops 3 geteamt. Aber zu EW ist sie dann inaktiv gegangen, weil der Spieler halt echt nicht so schnieke für sie war. Ja, IW war für mich auch absolut die Katastrophe. Ich konnte mir das gar nicht geben. Ey. Na, und somit meinte sie, dass sie auf jeden Fall zurückkommt, wenn ein Boots on the Ground COD wieder kommt. Und da ist sie wieder. Gefällt ihr das Spiel denn halbwegs oder? Ja, mir gefällt es auch. Das eigentlich allen. Okay, also ich sag mal so, ein bisschen durchwachsen die Meinung über WW2, aber als Competitive Game auf jeden Fall brauchbar. Im Sportbereich geht es auf jeden Fall ab, das ist schon mal gut. Ihr seid ja ein Competitive-Team. Was sind denn eure Ziele so? Wo wollt ihr denn diesmal alles mitspielen? Also FPL ist ja immer ein großes Thema. Habt ihr da noch andere Ziele oder habt ihr andere Wünsche, die ihr erreichen möchtet? Klar, FPL steht an erster Stelle. Dort unter den Top 3 zu kommen oder auch Erster. Mal gucken, wie der Hase läuft. Da kann man ja nochmal erwähnen, was hattet ihr denn letztes Jahr? Letztes Jahr waren wir unter den Top 8, da muss man dazu sagen, wir haben auch amerikanische Gegner gehabt und da war es nicht so nice mit der Connection. Ja, das stimmt. Da haben wir die Playoffs, glaube ich, waren bei den Playoffs, haben ein Match gespielt und die anderen dann gar nicht mehr, weil wir dann nur noch amerikanische Gegner hatten und bei EW ging das gar nicht mit der Con. Schätzt ihr euch jetzt als ein gutes Team ein? Also glaubt ihr, dass ihr wirklich auch Chancen habt oder hofft ihr einfach mal auf diesen Underratings-Status, den wir einfach mal haben? Ich hoffe, also was ich auch auf jeden Fall weiß, dass wir unter den Top 5 zu 100% kommen werden. Okay, das ist doch schon mal, das ist doch schon auf jeden Fall mal eine Ansage. Das würden uns auf jeden Fall alle sehr freuen. Du hast es gerade schon mal kurz angerissen, andere Teams, wie sieht denn das aus? Gibt es eigentlich andere deutsche Teams in der FPL oder seid ihr da die einzigen? Nee, es gibt mehrere mittlerweile, aber das schaut von Anfang von einem neuen COD immer so aus, dass es immer so viele gibt, aber die splitten sich dann und alles. Aber wo ich zu 100% sagen kann, dass es die geben wird, ist
Erase. Mhm. Dann noch von VXG, soweit ich weiß. Es sind mindestens 5 Teams, weibliche deutsche Teams, die dabei sind. Okay. Da habe ich aber letztes Jahr nicht so viel von gehört, muss ich sagen. Also ich habe vorher immer nur so X-Gaming gehört, so im Female-Bereich. Ja. Wir waren eigentlich nur das einzige deutsche Team bis jetzt. Okay, dann kriegt ihr jetzt auch zum ersten Mal wirklich auch deutsche Konkurrenz. Das ist schon mal, das ist mal interessant auf jeden Fall. Nicht nur immer dieses internationale oder englische Teams, was man natürlich oftmals hatte. Deutsche Konkurrenz ist immer was Feines. Wird es denn auch Listen-Ins geben? Klar, Brinak ist fähig aufzunehmen und sie ist die Einzige, die aufnehmen kann. Ja, das ist doch schon mal gut. Auf jeden Fall, Listen-Ins wird es auf jeden Fall geben. Das waren auf jeden Fall meine Fragen so an dich heute. Wenn ihr weitere Fragen habt, könnt ihr die auf jeden Fall gerne in die Kommentare schreiben. Dann werden wir vielleicht noch die ein oder anderen beantworten. Das war's von uns beiden. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Das Schlusswort überlasse ich dir ganz schön. Viel Spaß damit. Haut rein.